Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur 100. Folge von The Binding of Isaac Forever. Ich habe es euch versprochen, dass ich euch 2024 nochmal mit einem gigantischen The Binding of Isaac Comeback verzaubern werde. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Es war eine unfassbare Reise bisher und ich würde sogar schamlos behaupten, es ist der beste Isaac-Content, den ich jemals gemacht habe und der aktuell zu finden ist. Anlässlich dessen würde ich euch gerne nach 100 Episoden gerne darauf aufmerksam machen, mich für meinen Content hier zu unterstützen. Ich mache das nicht gerne. Aber was soll ich euch sagen? Die Welt besteht nicht nur aus Luft und Liebe. Applaus ist keine Währung. Und die Luft wird leider auch immer dünner, das Ganze hier Vollzeit für euch zu machen. Also wenn ihr wundervollen YouTube-Menschen vielleicht den einen oder anderen Euro überhaupt, werft gerne mal einen Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr verschiedene Möglichkeiten, mich zu unterstützen, sei es durch eine einmalige Spende oder vielleicht monatlich. Vielleicht mögt ihr mich bei meinem neuen Projekt, den Charakterillustrationen, unterstützen. Ich habe seit neuestem gelernt, CGI-Illustrationen zu veröffentlichen und da könnt ihr mich monatlich unterstützen und diese Bilder auch am Ende jeden Monat kriegen. Oder vielleicht wollt ihr auch einfach nur ein Wolf-Shirt, dann werft einen Blick auf meinen brandneuen Merch, der seit heute veröffentlicht ist. Dort gibt es auch das ein oder andere Isaac-Motiv. Vielleicht ist das ja was. Alles, was irgendwie was bringt, hilft mir und ich wäre euch sehr dankbar dafür. Vielleicht stehen die Sterne ja dann gut und ich kann euch direkt noch 100 weitere Episoden hier beim The Binding of Isaac Forever Projekt bieten. Vielleicht nicht mehr unbedingt täglich. Ich will ja auch mal wieder was anderes spielen. Ich kann nicht den Rest meines Lebens für euch immer nur jeden Tag Isaac spielen, aber ich gebe mir die größtmöglichste Mühe, dass es fast immer täglich klappen wird. Also schon mal vorab, vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich hier unterstützen kann und jetzt wünsche ich euch ultimativ viel Spaß mit der 100. Episode, denn wir gehen jetzt in diesem Forever-Projekt auch endlich den Repentance-Content an und ich kann euch versprechen, es wird eine absolute Eskalation. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag, denn nach sehr viel vergangener Zeit ist es nun endlich soweit, dass wir uns dem Namen des eingeblendeten Namens annehmen. Denn heute geht The Binding of Isaac Forever in die Buße. Es ist Repentance-Zeit, denn wir haben mit fast allen Chars die Sachen aus dem Main Game durch, sodass der Random-Knopf keinen Sinn mehr ergibt. Zumindest nicht mehr so wirklich. Das heißt, der Random-Knopf muss quasi gedrückt werden, um auch Repentance-Content bieten zu können. Für den allerersten Repentance-Run ever hier bei The Binding of Isaac Forever werden wir aber einen klassischen Isaac-Run machen. Ein bisschen würfeln und gucken, ob wir Richtung Mother kommen. Ich bin super gespannt. Ich hab Bock. Rein geht's. Von Beginn an Giga OP sein. Oh, zum Beispiel mit Cricket's Head. Denn ich befürchte sehr stark, dass der Repentance-Content in meinem Forever-Projekt noch viel, viel, viel härter ist, als es eigentlich schon ist. Und der ist eigentlich schon sehr hart. Repentance war nicht einfach von seinem Content her. Und mir graut es auch schon tierisch vor dem Motherfight. Ja, das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon sagen. Denn völlig egal, ob der verändert wurde oder nicht, das war ein Burner. Burner ist auf jeden Fall, dass wir einen Schlüssel kriegen. Denn das wird uns gleich... Oh, wait a second. Das wird uns nämlich gleich helfen. Wenn ich genau hier stehen bleibe, passiert mir nichts, richtig? Das ist korrekt. Hätte sogar noch nach unten gehen können, weil das ja nach und nach explodiert ist, aber... das ist jetzt erstmal egal. So, Schlüssel ist da. Dann können wir direkt mal zum Boss gehen. Also Baby Plum. Hallo, kleiner Plum. So gespannt, ey. Das muss richtig ballern. Bleib du mal schön von mir fern. Und am besten gibst du mir direkt ein HP ab, weil, naja, Damage passt ja schon. Ehrlich gesagt. Das ist zumindest schon mal nicht schlecht. Die Koffeinpille.
Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht. Weil schnell sein vermutlich gar nicht so verkehrt ist. Und außerdem Size Down, um ein bisschen die Hitbox zu dezimieren. Ich finde das gar nicht so schlecht. Die Pille lasse ich Pille sein. Und wir gehen zum ersten Mal in den Repentance Content. Endlich öffne ich die Tür! Oh mein Gott. Curse of Creation. Okay, das war das mit den, wenn du irgendwas sprengst, dann kommen irgendwie neue Dinge und so. Ja, ich fühle mich direkt verbunden, als wäre ich mal wieder in den Flooded Caves. Nur mit direkt neuen Gegnern. Klasse. Ja, ich werde natürlich jetzt im Repentance-Content wieder regelmäßig sterben. Denn ich muss erstmal lernen, was diese ganzen Gegner hier machen. Sowohl die Vanilla-Gegner, zu denen ich gar keine Berührung mehr habe, als auch die neuen, die natürlich dazukommen werden. Und das ist Seraphim. Oh, das ist ja richtig nett. Denn Seraphim ist wunderschön. Okay, der Start ist ehrlich gesagt schon mal gar nicht so übel. Damit kann ich halt leben. Und was natürlich, muss ich natürlich auch sagen, hat natürlich sofort Angst. Ja, die kurzen Lost-Abschnitte, die man machen muss. Ja. Ist schon klar, dass ich natürlich jetzt gerade mit so einem Start, ist der erste Repentance Run überhaupt, und mit so einem Start ist natürlich die Angst direkt groß, dass wir das quasi in den Sand setzen, ne? Aber ich glaube, das ist naheliegend, ne? Dass da direkt ein bisschen Panik da ist. So, und hier muss ich alle Feuer wegmachen, damit der nicht... Was zum Teufel? Wow, Kollege, beruhig dich mal. Interessanter Gegner. Okay. Na guck, also du musst einfach nur das machen, was ich gerade gemacht habe. Durch die Tür gehen. That's it. Und einen schönen guten Abend nochmal an alle. Schön, dass ihr da seid. Bicky! Oh boy. Gestern Delirium rein. War okay. Min Min, das ist zumindest ein Original, ein Vanilla Downpour Boss. Puh, okay. Solange er nur ein paar Fliegen schmeißt, ist das okay. So, mit Devil D machen wir natürlich nicht. Toy Drum ist ein gutes Item. Muss ich einfach so sagen. Das ist echt voll okay. Gerade gegen Bosse. Doppelter Schaden mal eben. Kann sich schon sehen lassen. Ich meine, jetzt gerade wenn das wäre, ist ein Schuss dann 13 Damage wert. Da spricht für mich absolut nichts dagegen. So. Jetzt müssen. Musste man das in Downpour 1 schon machen? Oder in Downpour 2? Ich weiß es nicht mehr. Mit Lost. Lass gleich rausfinden, ob hier irgendwo die Flamme ist. Na, Downpour 2 dann erst, ja. Wie machen wir denn das hier? Spreng ich das mal eben auf? Warum nicht? Ha! Okay, das reicht mir eigentlich schon. Das reicht mir eigentlich schon. Mehr mache ich hier dann, glaube ich, direkt erstmal nicht. Und ehrlich gesagt, sieht das jetzt erstmal gar nicht so übel aus. Gehen wir weiter. Downpour 2. So, hier halten wir jetzt auch schon noch einer sehr hellen weißen Flamme. So viel weiß ich noch. Aber dann wird es auch irgendwann dünner. Gut, so superlich, super kompliziert war es nicht, schon klar, aber... Naja, was haben wir denn hier? Wieder eine Auswahl. Dying und, ja, was auch immer halt, ne? Hm, das wäre jetzt wahrscheinlich was wert zu rollen. Dying will ich auf gar keinen Fall haben. Serpent Kiss. Ehrlich gesagt ist das fein für mich. 15% Chance auf Poison Tears. Das ist vollkommen in Ordnung.
Da ist schon mal der Spiegel. Da müssen wir durch, wenn wir lost sind. Der Respekt vor dieser Ebene und allem drum und dran ist auf jeden Fall voll da. Wir werden auch ganz sicher auf Angel Deals gehen. Bis ich hier so weit bin, dass ich da irgendwelche Devil-Spielereien mache. Vielleicht noch ein Weilchen dauern. Könnte ja auch was liegen, da schauen wir mal kurz nach. Manchmal liegt da ja ein Schlüssel oder eine Bombe oder ein Coin. Da ist die weiße Flamme. So. In diese weiße Flamme müssen wir gleich reinlaufen. Genau, die ist auch hier gemarkert auf der Map. Nur noch eben den Weg zum Boss finden. Und dann, glaube ich, war das zuerst Boss machen, dann Lost werden, dann mit Lost das Messer holen und gegebenenfalls sogar nochmal den Boss machen, je nachdem, was für einer es ist. Wir haben mit dem Lost halt auch noch kein Holy Mantle, ne? Oder hatte der sowieso nie einen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Hier kann ich... Ach, Crickets Head eintauschen, das will ich aber nicht. Dann lass mal den Boss machen. Das ist Wormwood. Irgendeine Pin-Version von... Oh, boah! Was zum? Und voll ins Gesicht gesprungen, Alter. Ja, okay, also den mache ich mit Lost schon mal nicht. Junge, was ist denn das hier? Und das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Holy crap, sind die heftig. Okay, die Box werden wir definitiv rerollen. Scheiße, wir brauchen auch noch eine andere Bombe, ne? Sonst kommen wir da gar nicht weiter. Oh oh. Da war ja was. Hallo, Madeline. Da war ja was. Okay, also. Mal gucken, ob wir es jetzt gleich in den Sand setzen. Wir sind jetzt offiziell lost. Dann geht's in den Spiegel. There we go. So. Wir kriegen dann natürlich auch nochmal ein Item mehr. Vorausgesetzt, wir sterben nicht. Ein Hit und es ist vorbei jetzt, ne? Das ist uns allen klar. Aber der hat ja zumindest Spektraltränen und alles. Okay, so weit, so gut. Wir müssen so viel... Ach, wir müssen so viel clearen im Übrigen, bis wir eine Bombe finden. Das ist ein Riesenproblem, ne? Seed Packet. Ja, gut, habe ich nichts anderes. Muss man nehmen. Boah, das ist unangenehm. Oh, ich bin kein Fan. Oh, Moment, ach, das sind meine. Okay, boah, jetzt hatte ich kurz Angst, was die Bienen hier machen. Oh, die Seeds irritieren mich. Oh, die irritieren mich eher. Scheiße. Bitte kein Geist, der mir irgendwie ins Gesicht fliegt. Keine Bombe. Müssen wir eine kaufen. Aber dafür haben wir nicht mal genügend Geld. Ja. Okay. Ich muss nicht zwangsweise jetzt schon in die Minen. Das ist schon richtig. Aber es wäre mir lieber, wenn wir das jetzt hinkriegen. Weil spätestens in der nächsten Ebene brauche ich ja trotzdem eine Bombe. Also, anyway. Das war ein bisschen riskant. Weil dann skippen wir ja Minen 1. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Aber ja. Wäre halt schon cool, das von Anfang an alles zu sehen.
Und alles richtig gemacht. So. Den Boss mache ich aber ganz sicher nicht. Da kann mir das extra Item, kann mich mal kreuzweise. Gut, okay. Die Anspannung ist auf jeden Fall damit schon mal gehörig gesunken. Denn es wäre doch sehr schade drum, wenn wir nicht von Anfang an in die Minen gehen würden, sondern direkt in diesem ersten Repentance Run irgendwas Vanilla-mäßiges machen müssen. Also Base-Game-mäßiges machen müssen. Ich sage nur, es wäre schade, dass es egal ist. Ein anderer steht auf einem anderen Papier. Ab in die Minen! Okay, ich bin sehr gespannt. Oh Gott, die Minen empfand ich nämlich schon tatsächlich auch im Vanilla-Game als sehr schwer. Ja, genau wegen solchen kranken Typen. Da freut man sich doch. Okay, Solmilk spinnen. Uah! Jetzt auch wieder dieser ganze Neu-Kennenlernen-Part, wie zu Beginn des Forever-Projekts. Was natürlich wieder cool ist und natürlich dick Spaß macht, gar keine Frage. Aber natürlich auch nicht immer sofort mit Erfolg verbunden sein wird. So, Würfelraum, na, daran habe ich jetzt wenig Interesse. Oh Gott, hier gibt es schon wieder Leute, die mir auf den Kopf springen wollen. Die mag ich am allerwenigsten. Hier aber dunkel. Oh Gott, Tech. Das ist ein F, ne? Au! Scheiße, Alter. Ohne Crap. Ja, die Musik zieht rein. So, was haben wir hier? Yum Heart. Ja, das brauchen wir jetzt eher weniger, ne? Fruity Plum. Ich würde Fruity Plum vermutlich rerollen. Falls sich die Chance ergibt. Gott, so viele neue Gegner. I don't like this. Sacred Assistance. Speed, Tears, Damage, Luck. Every time you get hit, you lose 20% of the buff. Self-damage sources like Curse Rooms or Devil Beggar won't trigger the buff. War das nicht gerade noch eine Blume? Ich bin irritiert. Habe ich ein Item, das irgendwas umwandelt? Ich bin gerade äußerst irritiert. Hübsch. Das kann man mitnehmen. Oh Gott. Oh nein, hat mich erwischt. Okay. So, Boss ist da. Oh, das finde ich gut. Ja, es ist schon öfter vorgekommen, dass sich Trinkets rerollt haben. Meistens hat das was mit so einem ID-Check-Ding zu tun. Und dafür gibt es sogar ja auch ein ganz spezielles Item oder Trinket dafür, dass das tut, aber jedes Mal, wenn ich das nicht habe und es passiert, bin ich natürlich irritiert. Bestimmt irgendwas wegen den Mods. Mhm. Jo, der Boss ist bestimmt nicht so geil. Ich hätte halt sehr gerne die Chance auf die 67%. Ich mach den Boss mal. Ich gucke mal, was passiert. Bevor wir nochmal umdrehen. Wobei, warte mal. Ja, nee, ich mach jetzt erstmal den Boss. Es ist der Great Gideon. An den erinnere ich mich. Das war ein Wellending, ne?
Das war so eine Pseudo Greed Mode Boss. Das nur ein bisschen heftig war, weil der Boss selber ja auch noch irgendwelche Damage-Dinger gemacht hat. Kein schöner Boss. Zwar ein sehr cooler Boss, aber nicht sehr schön. Ja, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Letzte Welle. There we go. So, Empty Heart Container, das ist fein. Ich wurde nicht getroffen, ich habe den Angel Deal nicht bekommen. Doch, oh, ich wollte schon sagen, ich habe ihn nicht gehört. Okay. Urn of Souls. Oder die Bibel. Na, das würde ich rerollen. Da kriegen wir was Besseres. Dann kann ich Fruity Plum auch nehmen. Das ist in Ordnung für mich. Land. Picking up no hearts on a floor will grant full health and 0.5 damage. Oder Isaac is surrounded by a damaging aura. The closer enemies are to Isaac, the more damage it deals. Picking up no hearts on a floor. Ich glaube, ich nehme den. Wird kein Engel sprengen hier natürlich. Ich glaube, das ist alles fein für mich. Mehr Leben. Dann nehmen wir Fruity Plum noch mit. Wir haben hier nochmal Leben. Und genau, die Aura erhält auch dunkle Räume. So sieht's aus. So, dann nehmen wir Fruity Plum halt mit. Und ich werde jetzt die anderen Räume, die hier noch offen sind, by the way, auch machen. Also wir kosten den Repentance Content hier quasi komplett aus. Das hat aber vor allem den Grund, dass ich meinen Würfel aufladen möchte. Damit der quasi ready ist. In der nächsten Ebene, falls ich sehr früh den Itemraum finden sollte, unter Umständen. Natürlich unter Umständen. Okay. Shop kann man mal gucken. Ja, das ist vollkommen fein für mich. Okay. Ja gut, den Raum skippe ich jetzt aber. Das reicht mir. So. Das andere Schlüsselteil war in der fünften Ebene quasi, also Ashpit oder so. Ja, sonst habe ich hier nichts mehr zu tun, ne? Ich bin fein. Aus der Sache raus hier und dann gehen wir weiter. Oder Mausoleum oder was das auch immer war. Ich glaube, Mausoleum muss man ein Endspiel freispielen. Ich weiß es nicht mehr. Es ist so sehr, über mindestens 3 Jahre kein Repentance-Content mehr gemacht. Ich kann es euch sogar ganz genau sagen. Pass mal auf. Das letzte Mal Repentance gespielt habe ich, nicht ganz 3 Jahre, am 24. Juni 2021. Fast 3 Jahre. Das war mein letzter Run damals. Hallo Leila. Sehr wild, oder? So. Curse of Darkness und wir haben diese lustige Aura, die alles hell macht. Ist das nicht ein schöner Karma-Move sozusagen? Ich finde das ziemlich cool. Was ist das hier für ein Stein? Weiß ich noch nicht. Und am 31. März 2021 kam es raus. Ja, genau. Ja, ich habe Repentance dann schon schnell und viel gesuchtet, aber halt nicht ewig lang, weil Repentance halt kacke war. Also, der ganze Content rund um die Tainted Jars war halt kacke. Deswegen, und der nicht vorhandene Delirium-Fix, logischerweise. So, das musste ich jetzt drücken, ne? Bäh.
Ja, irgendwie musste ich hier mindestens zwei Dinge drücken, damit irgendwo irgendwas aufging. Auch Fruity Plum irritiert mich, ey. Oh Gott, was ist denn er für eine? Holy shit. Ich wüsste gerade nicht mehr, wie ich zurück nach Hause kommen wollte, Fans. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe, weil ich den Content, den Home-Content, ja geliebt habe. Das, weiß ich. Das, da freue ich mich auch tierisch drauf. Ich freue mich tierisch auf Home. By the way, ich habe das perfekt getimed. Der Würfel ist jetzt voll und genau das würde ich jetzt nämlich schon wieder rerollen. Für Depression, ja. Wait, Depression ist echt gut. Ehrlich gesagt. Das ist ein starkes Tears-Up und es ist irre stark, wenn man tatsächlich mal gehittet wird. Aber ja, auf jeden Fall Beast und so weiter, da freue ich mich des Todes drauf. Dogma, Beast, der ganze Home-Teil. Das ist alles pure Liebe. So, genau, man musste da durchfahren, um weiterzukommen und da musste man für Tasten, ich glaube sogar drei, ne? Sehr spannend. Alles sehr, 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 sehr cool. Das aber wiederum, das freut mich. Ach, das musste ich zurückwerfen oder so, ne? Die konnte man selber nur mit Bomben hitten, ne? Ja. Scheiße. Ach, trau mich nicht, die Bomben zu nehmen. Das war close. Na gut. Spreng dich einfach. Das sind aber schon nervige Gegner, ey. Spreng dich doch einfach selber. So, Super Magnet wollen wir nicht. Ich könnte hier auch überhaupt gar nicht mehr sagen, ob das Vanilla-Gegner sind oder ob das Modded-Gegner sind. Ich würde jetzt sogar sagen, der ist Modded, weil das Auge sagt mir gar nichts. Keine Ahnung, Mann. Das ist alles so spannend. Die schmeißen die Steine. Okay. Keine Taste. So, dann würde ich sagen. Wir klären die Ebene. Wir klären die Ebene eben. Oh, by the way. Wenn wir den Shiny Rock schon haben. Uff. Okay. So eine Menge Kisten. Komme ich da überhaupt dran? Nice! Das ist ein Hub. Jo, das ist fein. Oh, der Typ hat mich gehittet. Oh, okay. Ich hab mich gerade gefragt, was ist denn jetzt los? Kurzer Schock wegen der Depressionsanimation. Ja, weil der Run fühlt sich nämlich echt richtig geil an. Den willst du echt nicht kaputt machen. So, da ist nochmal einer. Aber das war schon die ganze Ebene. Waren es doch nur zwei Knöpfe? Oh, wait, das ist noch so, oder? Das ist schön, wie als würde ich das erste Mal rausfinden. Ach ne, der dritte war einfach in dem Raum. Gehe ich da zuerst rein oder erst zum Boss? Ist eigentlich egal, oder? Oder ist das nicht egal? Ich weiß nicht mehr. Na, erst Boss, ne? Wer uns hier empfängt. Oh! Reap Creep. Den sehen wir nämlich eigentlich sonst immer nur beim Boss Rush. Meistens. Boah, die Tränen von Fruity Plum irritieren mich so hart. Es tut mir so leid, Fruity Plum, aber ich finde es ganz schrecklich.
Holy Room bei 16%. Stark. Matchsticks. Könnte man rollen. Stark. Oh mein Gott. Oh, das ist ja überragend. Mann, das Bild ist richtig nice. Ja, das ist ja schon fast GG, oder? Hübsch. Willst du erstmal zur Mother statt zur Beast? Dir ist schon klar, dass ohne Mother kein Beast. Nur so am Rande. So. Was war jetzt hier los? Oh mein Gott, ich erinnere mich. Hier wird ein Bild zurückgesetzt zum Standardding und auch hier musste man entkommen, ne? Fuck. Oh Gott, ich erinnere mich, da wurdest du von Mom verfolgt. Oh, und das war Curse of Darkness, ich raff hier jetzt schon nix. Oh Gott. Oh, die Memories kommen zurück. Ich meine, Gott sei Dank habe ich viel Leben. Jetzt beim ersten Mal raff ich das nämlich gleich bestimmt überhaupt nicht, was ich zu tun habe. Hier musste man, glaube ich, Bomben werfen. Oh mein Gott, die Memories kommen zurück. Gott, das war ja richtig weit. Knife Piece 2. Fuck. Ja, ich erinnere mich. Genau, ja, ich erinnere mich an alles. Auch, dass ich diesen Dash immer perfekt ausweichen sollte. Ja, okay. Probieren wir's. Hey, Sack. Oh Gott, das war so gruselig. Oh fuck, das geht ja gut los. Oh, das geht ja gut los. Oh Gott. Oh, klasse. Oh Gott. Geil. Oh, das Feeling ist gerade richtig nice. Eieiei, lauf, Isaac, nimm die Beine in die Hand. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich bin im Arsch. Ja, da konnte ich jetzt echt nicht viel machen. Da war nichts zu holen. Gott, war halt einmal jetzt Pech dabei. Mein Gott. Oh shit, oh, der Dash kam schneller als ich dachte. Okay. Wild. Wild! So, wir sind da. Das Knife ist da. Das Bild ist absolut fantastisch. Ich habe nichts zu meckern. Stand jetzt. Sehr geil. Hab Bock. Hab Bock. 4 Coins, das langt nicht, um was zu machen. So, jetzt bloß nicht hier runtergehen, sondern... Depressionen. Sondern hier rein. 2 Herzen musste man da aufgeben. And here we go. War es jetzt Mausoleum? Es war das Mausoleum. Es kam später erst, ne? Geil. Geil. Dann gehen wir direkt mal hier rein. Hab ich Bock. Für möglicherweise 2 gute Truhen. Okay.
Deadly Dose. Auf gar keinen Fall. Das können wir rerollen, ehrlich gesagt. Das ist cool. Oh, die Musik. Oh, geil. Holt mich direkt genauso ab wie in den Deaths. Das kann man hier schon wieder eintauschen. Moment, erstmal, ich will jetzt keine Schlüssel dafür jetzt so hergeben. Was ist denn das für ein Buch? Oh, das kann ich nicht angreifen, wenn die anderen nicht tot sind. Shit. Yeah, das ist ja cool animiert. Okay. Hier musste ich drücken? Oh nein, hier wurde ich geportet. Okay. Ja, das war, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Ich erinnere mich. Okay, okay, okay. Mal ein paar Bomben auf Tasche. Mhm. So, dann würde ich sagen, reroll. Das ist aber gefährlich, ne? Ich habe kaum Leben. Das ist Leben am Limit, Alter. Was ist das? Pumpkin Mask, Single Use, on Use plus 12 Soul Hearts. Take damage every 60 seconds after use. Fire a Brimstone Beam 1 second after taking set damage. Okay. Das ist ja quasi der ultimative Lebensretter. Kurz vor dem letzten Boss quasi. Das kann ich nicht nehmen, ne? Uff, nur noch 3 Leben, ey. Hui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 . Huiuiuiuiuiuiui. Das haben wir... Boah, was ist das? Das haben wir auf jeden Fall noch nie gesehen, das Alter. Boah, ich weiß nicht, was hier passiert. Angst. Warum hittet mich das? Scheiße. Ich will den Run jetzt natürlich nicht verlieren, ne? Aber hier könnten so viele Dinge passieren, von denen ich nicht weiß, was passieren wird. Uncool, es droppen auch keine Herzen oder so. Oh Gott. Ah! Ein Herz. Thank God. Okay, hier ist er auf jeden Fall auch nicht. Ich suche ehrlich gesagt nach dem Sickle Room. Der könnte hier aber noch sein. So viel neue Sachen. Hier ist er aber auch nicht. Hm, dann vielleicht hier. Oh ja, das Messer war schön. Danke. Vielen Dank. Oh no. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Weg, 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 weg. Scheiße. Was trifft mich denn da? Ich muss das Pumpkin-Ding drücken. Wobei das nicht mal was bringt, ne? Wobei, ich weiß nicht, ersetzt das auch meine aktuellen Leben? Ich überleg gerade. 12 Soul Hearts. Du kriegst jede Minute Damage. Das heißt, du hast dann quasi 24 Minuten bis zum Tod. Würdest du niemals anderweitig getroffen werden. Oder 12 Minuten sollte es ein ganzes Herz Damage machen, sobald du quasi in der Korps bist. Ich kann jetzt nicht schon wieder in den Curse Room gehen mit 2 Herzen. Das kann ich machen. Hope, dankeschön für den 98. Oh, oh, kritisch, 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 kritisch. Oh Gott, was machen die? Was machen die? Was machen die? Was machen die? Das musste hier mal drücken. Musst du nicht hier Dinge drücken? Im Mausoleum? Okay, hier ist ein Soul Heart. Okay, okay. Okay. Puh. Der Raum ganz oben, der ersetzt mir irgendein aktuelles Item. Wir können da gerne hingehen, aber ich bin mir ziemlich... Ja, es könnte, wobei, es könnte auch dieses Immaculate Heart sein, vielleicht. Wie wäre es, wenn jetzt hier was zum Heilen drin ist? Klasse. Devil's Abacus. Ich erinnere mich, das war richtig müllig.
Das Rerollen war, ne? Das Rerollen wäre jetzt als allererstes Mal. Okay, das ist Schrott. Das ist Schrott. Gut, dann muss ich wohl das Soul Heart jetzt erstmal aus Sicherheitsgründen nehmen. Kauf die Karte, vielleicht ist Lovers oder so. Freizeichen nehme ich nicht, der Run ist viel zu schön dafür. Das ist die Stars-Karte. Hm. Okay, das war jetzt ein Basic-Gegner. Ist das... Das ist auch alles Port hier, ne? Okay. Die Portal, die Voids! Ich erinnere mich! Die waren auch immer nervig. Okay, der Boss ist da. Ich würde gern schon nochmal rollen vorher. Aber vielleicht mit dem Cursed Room zu viel gewollt. Vielleicht habe ich da zu viel gewollt. Ich finde leider nicht den Geheimraum. Er kann nicht hier sein. Er kann da sein. Okay, Sackhead war ich früher sehr großer Fan von. Und da komme ich jetzt nicht ran. Ist das ein scheiß Scherz? Naja, zwei Herzen. Ist okay. Beschwere ich mich jetzt nicht. Das ist sogar jetzt so gut genug, dass ich jetzt erstmal einen Boss mache. Super Secret Room könnte hier sein. Eine Kiste. Okay, wenn der da nicht ist, dann ist er definitiv auch nicht hier. Er ist auch definitiv nirgends hier. Der ist also irgendwo ganz woanders. Ne, vielleicht mache ich dann doch nicht zuerst den Boss. Vielleicht will ich doch noch einen Roll über haben. Wobei ich den Roll definitiv für die andere Depression dann da nehme. Das ist hier nicht der Depri-Run. Also nicht, wenn es nach mir geht. Okay, Coin, nicht verkehrt. Oh Gott, was machen die? Warum? Oh Gott, das sind Krähen? Warum haben die eine andere Musik? Ja, war das ein Special-Gegner? Musik richtig intens geworden plötzlich. Machen noch einen Raum und dann gehen wir zum Boss. Okay, das ist ein schöner, angenehmer Raum mit zwei Bomben. So, wir sind ja im Mausoleum 1. Es ist The Heretic. Oh, ich kenne ein bisschen nur Lil Heretic. Oh, scheiße, Alter. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was hier zu tun ist. Oh mein Gott. Da kickt sofort Überforderung rein. Das ist wie Haunt, nur anders, wa? Oder lieb noch. Uff, und er spawnt Feuer. Jo, aber auch... Jo! Alles klar, das habe ich nicht mehr kommen sehen, bin ich ehrlich. Ich bin völlig überfordert. You unlocked Gehenna. Oh, stimmt, Gehenna gab es ja auch noch neben Ashbit.
So, nochmal ein HP ab, ein Herz und ein Blackheart, wahrscheinlich durch Serpent Kiss. Das passt. Will ich hier sonst noch was machen? Ich meine, wir können... Ja, das ist okay. Dann können wir jetzt den Roll machen auf der Depression. Und das ist die Spritze. Und das ist sogar, ehrlich gesagt, ziemlich fein. Es ist Euthanasia. Und diese Needle-Shot-Dinger, die waren super geil. Okay. Okay. So. Es sieht alles in Ordnung aus. Da brauchen wir nur ein paar rote Herzen, dann bin ich wieder ein bisschen entspannter. Ich werde jetzt die restliche Ebene clearen. Aus dem simplen Grund, dass ich meinen Würfel auflade. Ich kann zwar das Dings nicht mehr aufladen. Oder war der Batterie im Shop? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Naja. Also hier tauschen wir ein. Cricket's Head, das habe ich vermutet. Aber ehrlich gesagt gibt es ein gratis Soul Heart. Das ist es sogar wert. Ist ein Damage Up. 2-Time-Multiplier. Prevents your damage from going higher for the rest of the run after being picked up. Kein weiteres Damage Up. Warum soll ich das tun? Fühle ich nicht. Oh nein, ich weiß, was das war. Okay. So, jetzt lass mich mal nachdenken. Das war dann einmal hier hoch. Dann da hoch. Dann hier. Und dann hier. Okay. So. Weiß auch nicht, wie sich das verhält. Wenn du mit dem Toy Drum, weißt du? Keine Ahnung. Ich meine, es ist natürlich... Das Ding ist halt... Mit Cricket's Buddy bist du eh gut aufgestellt. Ob das wirklich nötig ist, haben wir dahingestellt. Guck mal, hier könnte der Super Secret Room sein. Ist er nicht, dann kann er noch da sein. Ist er auch nicht. Dann gibt es zu viele Möglichkeiten. Weil wenn die Drums dadurch dann nicht mehr funktionieren, weil das Preventing Damage Up auch auf das Item über... Das wissen wir ja nicht. Wie sich das verhält. Also lassen wir das jetzt alles so, wie es ist. Das ist schon völlig in Ordnung. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Der Damage ist ja auch absolut fein. Ich könnte gucken, ich könnte hier mit viel Glück eine Batterie rauskriegen. Lassen wir das. Okay. I'm ready. Alles gemacht, alles geklärt. So super detailliert bin ich nur beim allerersten Mal jetzt wieder bei Repentance. Das wird beim jedes Mal wieder so sein. So. Oh, und Gehenna. Da ist es ja. Klasse. Machen wir gleich mal die Stars. Und da weiß ich sofort, dass wir rollen müssen. Okay, wären nur zwei Räume weiter oben gewesen. Passt. Wow, 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 wow. Okay, der hat sich ja übel verhalten. Okay, das ist so einer. Den würde ich ganz gerne einfach so kaputt machen. Okay, wir kommen später nochmal in den Raum. Da können wir den Rest auch machen. Den Shiny Rock Dings da. Zwei Räume noch. Uff. Und mit Ghost. Oh mein Gott. Ja, ihr trifft mich eine Menge. Was willst du machen? Was zur Hölle? Ja, das ist... What the hell? Das sehe ich zum ersten Mal. Ich gehöre zum Wolfpack. Okay, saugruselig. Ruby, danke schön für den 15. So, Rollen. Moment. Naja, okay. Rollen.
Was bist denn du? Soul Cleaver splits Collectibles into Item Wisps. Verstehe. Naja, das ist es mir wahrscheinlich eher nicht wert. Ich muss enttäuschen, weil hier blinkt nichts. Na, das machen wir jetzt erstmal nicht. Den Iron Man ist schon in der Void begegnet. Oh, pff, ja, das kann schon sein. Da habe ich es bestimmt nur nicht bewusst wahrgenommen. Weil in der Void ja alles passieren kann. Und dann war mir natürlich auch gar nicht klar, dass das dann eigentlich ein Teil von Gehenna quasi ist. Jetzt weiß ich's. Oh, das sind eine Menge Herzen. Verschluss. Oh yes. Oh yes. Oh, das ist ein Saver. Weg mit den Schlüsseln, Ladies and Gentlemen. Das ist gerade ein ganz dicker Run-Saver. Und sollten wir noch ganz viele andere finden, dann gehen die hier alle in unseren Battler. Was die hier für gruselige Gegner hatten, Alter. Jesus Christ. Schade. Die Musik sich teilweise pro Raum verändert. Ganz weird. Okay, Kompost ist es nicht. Hier ist allerdings eine Batterie. Das heißt, noch ein Raum, dann können wir doppelrollen, falls sich es ergeben sollte. Boah, ich finde diese Maidens ja schon gruselig. Oh, scheiße, der geht wieder zurück. Die haben My Reflection Shots. Okay. So, jetzt kommt Roll Nummer 1. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Naja, egal. Das ist gerade nicht so schlimm. So. Der x-lichste Boss war jetzt meiner Meinung nach Kakophobia. Der ist schon wirklich wild, ja. So. Doch, da glitzert tatsächlich was. Jetzt habe ich es auch gesehen. So, rollen für King Worm. Nein. Können wir die Batterie ja direkt kaufen. Hier ist einfach so ein Banger. Ich liebe solche epischen Cathedral-Tracks. Cathedral-like Tracks. Eine absolute Legende aus Timesplitters 2. In Notre Dame, die Musik. Krieg ich jetzt mal Gänsehaut. So. Intruder. Man ist okay. Intruder würde ich nehmen. Das ist nicht so verkehrt. Aber ich gucke jetzt erstmal noch, wie der Rest hier sich zusammen ausgeht mit Rolls. Es klingt irgendwie. Das mit der Musik klingt nicht normal. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist ganz weird. So ein bisschen Karussellmusik plötzlich. Weiß ich jetzt auch nicht. Two of Hearts ist ein insaner Lifesaver, falls es irgendwie beim Mother richtig schief geht. Das finde ich schon mal gerade recht geil.
Und hier können wir noch... Okay, Bomben habe ich kaum. Das Ding ist durch. Oh shit, hier musste ich Dings machen, ne? Das Ding kaputt. Nee, ich glaube, also das klingt nicht normal. Ich habe das Gefühl, dass einer meiner 300 Milliarden Mods irgendwas hier kaputt macht. Weil, das klang nicht normal. Oder das klingt eher nicht normal. Hier ist ein Stein, ja, ich habe das schon gesehen. Okay. So. Mal gucken, die 10. Ja, da konnte ich nicht viel machen. Will noch ein paar Aufladungen. Ist aber witzigerweise nur bei den, also bei den Gegnern hauptsächlich. Vielleicht ist das doch Absicht. Bisschen weird, aber. Hallo Zora. Okay, wir werden Folgendes mal tun. Hier ist was Unsichtbares für 5, ja. Das ist aber einfach nur eine verbuggte Pille. Wir werden jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit 10, 11 Coins unserem Bettler geben. Hätte irgendwie Bock, das dem Teufelsbettler schon noch ein bisschen zu geben, gerade wo ich jetzt die Tour of Hearts Karte habe. Aber auf der anderen Seite, egal was dabei rumkommt, scheiß drauf. Will den Run lieber gewinnen. Ich nehme jetzt den Intruder mit. So. Ehrlich gesagt, fällt mir da aber gerade noch was zu ein. Wir könnten das hier noch machen. Dann kriegen wir nämlich noch ein paar Coins extra für den Bettler. Und das ist vollkommen fein. Oh, das waren 17 Stück. Ja, ich sehe nicht sehr hübsch aus, muss ich leider gestehen. Jetzt Batman. So, dann kriegst du jetzt mal alle Coins. Die Musik ist mitbringen grandios, will nichts hören. Und das ist ein HP-Up. Aber dann gebe ich einen Soul Heart, aber das ist okay in Anbetracht der Tatsache, dass wir die Tour of Hearts Karte haben. So, dann geht es jetzt hier weiter. Es ist endlich offiziell Mom. Wow, der Schaden ist ja richtig nett. Der Schaden ist ja richtig nett. Oh shit. Ja, die Mom ist, die Mausoleums-Mom war hart. Ja, die war sogar sehr hart. Wir kriegen aber sogar noch einen Angel-Deal. So, jetzt ist das so. Genau, ich erinnere... könnt ihr euch noch an den Bug erinnern, als damals Release war? Und wenn man das Tor geöffnet hatte mit dem Messer und man ist dann in den Angel-Deal gegangen und ist dann wieder aus dem Angel- oder Devil-Deal wieder rausgegangen und dann war das Tor wieder zu? Oh. Good old times. Bist du. Mustard Seed, Heart Container und Luck. Chance to fire a tier that applies the Gamonite status effect for 5 seconds. Gamonite enemies spawns a friendly downgrade version of themselves on death. Das Ding ist, ich habe leider keine Bombe, um den Engel zu proggen, um dann wiederum den Würfel zu proggen. Das heißt, wir müssen es einfach mitnehmen. Blöd gelaufen. So, rein ins Herz. Das Herz ist back. Klassiker.
Musst du mal wieder raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist hier nicht eigentlich, erscheint dann hier nicht eigentlich das Loch zum Korps? Musste man erst rausgehen? Alter, wie sehe ich eigentlich aus mit dieser Pflanze jetzt im Kopf, Alter? Das sieht richtig, richtig gestört aus, ey. Ah, there we go. There we go. Gruselig. Ladies and Gentlemen, erster Repentance Run rein in die Corps. Geil. Rotten Heart, finally. Corps 1, the Corps is here. 3 Kisten, not bad. Das überlege ich mir mal. So, ab jetzt wird's ernst. Oh, wait. Kriegst du nur hinten Damage? Fuck. No, na, da haben wir schon das erste Mal Schaden genommen. Nur semi-gut. Hey, ich bin jetzt erstmal mit der Tour of Hearts Karte noch ganz entspannt. Okay, ich trifft auf jeden Fall jetzt hier schon mal alles und jeder. Aber die Überforderung ist wie immer sehr groß. Oh, da ist noch ein Stein. So, was haben wir hier? Im Schatzraum gibt es nochmal ein HP ab. Ja, okay. Ich nehme jetzt erstmal nur das. Und hol später wahrscheinlich mir das 12. Herz noch. Hatten wir überhaupt schon mal 12 Herzcontainer in diesem Projekt? Das ist schon sehr selten. Ja, okay. Oida, was zum... Ach ja. Nicht einfach. Vor allem, das ist jetzt mein Freund. Das ist sehr irritierend. Ich habe plötzlich ganz schön viele Freunde wegen diesen Seeds. Ach, du ahnst es nicht. Hoffentlich gibt es hier nicht auch irgendwelche neuen super Spezialbosse durch meine Mods. Wie, weiß nicht, Psion oder so. Oder Grave Digger. Boah, ich habe so viele Kumpels. Ich bin maßlos überfordert. Wer gehört zu mir? Wer ist Freund? Wer ist Feind? Hä? Entschuldigung. Solange die gleich alle auf Mother sich stürzen, soll mir das recht sein. Die Seeds kicken ja übelst rein. Ich weiß doch, warum das ein Angel-Item ist. Ist ja ultra krass. Ich schieße nur noch auf alles, was sich bewegt. Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Was ist das denn da? Was mache ich denn da Schaden? Aber ja, die Atmosphäre kickt halt auch voll rein. Diese Seeds sind krass, man. Fast gefühlt jeder Gegner wird irgendwie... Thank you.
es sind schon sehr viele Herzen auf diesem leicht stehen gebliebenen Well. Okay. Ja, Isaac Exo reagiert nicht. Das sehe ich auch. Danke für nichts. Okay. Schauen wir mal, ob dieser Run noch zu retten ist. Hallo, Genny. Gucken wir mal, ob der noch zu retten ist. Okay. Wir sind wieder da. Zwar am Anfang. Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Wir probieren, nicht so viele Freunde zu produzieren, damit das Game nicht crasht. Ist das der Deal? Oder wir finden einfach schneller den Boss? Keine Ahnung. Also, er war ja offensichtlich nicht links, oder doch? Nee, Moment, da waren wir schon. War der Shop war doch rechts, oder? Ja, genau, hier war die Kammer mit dem Shop. Die ja später vielleicht nochmal ganz interessant wird. Naja, eigentlich jetzt auch schon. Lol, jetzt hat er ein anderes Item! Das ist ehrlich gesagt sogar besser als das, als das andere. ja, okay. Der andere war ein Hard-Container und das ist Damage. Passt schon. Passt schon, I guess. Ja, der Große, der soll nicht mein Freund werden. Kann der sterben? Kann den mal irgendwer töten? Wir dürfen jetzt nicht nach links gehen. Weil wir wissen erstens, links ist falsch und zum anderen, links ist Spiel kaputt gegangen. Müssen wir ja nicht riskieren. Ich müsste quasi drauf... Oh wait, hier geht's aber gar nicht lang. Ich müsste quasi drauf hoffen, dass irgendwie meine Dudes hier mal sterben. Ja, das ist gerade passiert. Das ist schon mal gut. Offensichtlich müssen wir aber hier lang. Okay, solange der Große... Oh, ah ja, okay, jetzt erinnere ich mich. Solange der Große nicht da ist, glaube ich, bin ich fein. Weiß nicht, ob man die selber killen kann. Muss man dann ausprobieren. Aber wenn wir gar nicht erst so viele haben, ist ja auch alles in Ordnung. So, jetzt ging es hier links, ist gecrashed. Also geht's jetzt hoch. So. Weil, dieser Run darf nicht sterben. Das ist... Oh, okay. Oben war das. Der Run darf nicht sterben. Das ist für mich, mit der Tour of Hearts Karte würde ich sagen, selbst wenn ich jetzt zum allerersten Mal Mother machen würde, das ist ein sicherer Mother-Kill. Also, es wäre schon schön, wenn wir uns da zusammenreißen könnten. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was ich hier tun muss. Okay. Da war nochmal links. Dann muss es jetzt aber hier runtergehen, weil es ging ja links gar nicht weiter.
Oh, hallo, bleibst du mal hier? Oh, well. So, jetzt aber runter. Ja. Eindeutig. Okay, wir haben's. Wir werden also auch nichts freiwillig mehr machen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Und dann ist da der Scourge! Oh shit, okay, der bereitet mich schon mal auf Motherfuck! Oh Gott! Oh fuck. Okay, jetzt stirbt er, weil ich direkt neben ihm lieg. Easy. Oh, und da wäre das letzte HP ab. Dann habe ich jetzt meine 6 Herzen. Also ich habe quasi jetzt 18 Hits frei. Bei dem Damage glaube ich sogar fast, dass ich stehen bleiben könnte. Und nur durch Schießen und ohne Movement, glaube ich, würde ich ihn unter 17 Hits Mother killen. Also von dem her, alles okay. Das mache ich natürlich nicht, ich muss Mother üben. Ich muss Mother üben. Ich muss da jetzt wieder richtig gut werden. Sonst werden wir mit anderen Chars hier nämlich dicke Probleme kriegen. Korps ist bisher voll okay. Also ich finde Minen und Mausoleum bedeutend schwerer als Korps, wenn ich ehrlich bin. Also eigentlich ist alles noch relativ entspannt hier. Oh. Jetzt kriegt die in der Ecke da erst. Ach so, die kann man gar nicht killen. Okay. Ah, eine braune. Man muss jetzt natürlich nicht unbedingt jetzt noch freiwillig Schaden nehmen. Kann man sich schon sparen. Wow, was ist denn her für einer? Holy crap! Oh Gott! Was zum... Stimmig sind die Gegner hier, aber kannst du sagen, was du willst. Okay, halbes Herz nehmen wir natürlich nicht. Das ist ein Shiny Rock, den sehe ich auch. Der uns eventuell sogar gar nichts bringt. Eventuell gar nichts bringt, weil... wir gar keine Soul Hearts mehr haben können. Oh, wait, wait, wait. Das bringt mir jetzt gar nichts mehr. Das kann ich nochmal rollen, ne? Yes! Ein PhD. Na, aber klar. Melatonin. Okay. Ja, okay, 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 okay. Ja, das ist in Ordnung. Das Eternal Heart nehme ich mal jetzt noch nicht. Bin ich zwar full life, aber das ist nicht so schlimm. Ein halbes Herz liegt da ja. Wir sind natürlich völlig falsch. Das heißt, es geht direkt hier nach links. Oh, sie haben mich erwischt. Aber... dann machen wir jetzt... nee, ist okay, wir gehen später nochmal zurück. Ist aber auch echt cooles Bild, das wir hier haben. Gefällt mir echt gut. Sehr ungewöhnlich. Ist auch nicht... es ist an sich ja nicht mal übertrieben stark, ne? Auch nur 8 Damage. Aber es spielt sich einfach ganz gut. Okay, jetzt laufe ich aber auch in jede Suppe. Da komme ich nicht ran. Natürlich nehme ich jetzt aber hier auch nochmal alles mit, offensichtlich.
Die sind nervig. Removes Floor Curses. Witzig, ich hab gar keinen. Und das ist sehr ungewöhnlich. Das war eine coole Pille, ehrlich gesagt. We're here. Okay. Nun, es ist soweit. Da ist auch ein Shiny Rock, an den ich nicht rankomme. Ich würde ja sagen, hier könnte der Super Secret Room sein. Und das ist leider nicht Full Heal. Aber close. Wir könnten noch den Secret Room suchen. Der ist nicht hier. Nicht hier. Oh, dann wird schon dünn. Holen jetzt das halbe Herz und das Eternal Heart. Okay, passt. I'm ready. I'm ready. Eine Stunde, erste Mal Repentance. Downpour, Minen, Mausoleum, Corpse, Mother. Yeah. Fühle ich. Let's fucking go. Da ist sie. Mother. Oh gosh. Oh gosh. Oh gosh. Okay. Ich erinnere mich noch so halb, was sie machte. Aber definitiv nur so halb. Schade, okay. Erste Phase nicht No-Hit hingehört. So, aber die schwere Phase kommt jetzt. Oh Gott, okay. Wie war das? Und dann einmal in der Mitte? Ja, okay. So, genau, dann musste ich im Kreis laufen. Musste man sich da hinstellen. Shit, okay. Ja, war nicht optimal. Der Spiral. Shit, okay. Ja, das mag das Spiel aber gar nicht, wenn sie das macht. Ja, schön, dass sie es dann direkt nochmal macht. So, Mitte. Na, da kam Stacheln, da musste ich immer ganz unten hin dann am besten. Ich dachte, ich könnte es mit Full Life bannen. Mother is down! We did it! Yay! Woo! Im ersten Repentance-Versuch! Isaac, what are you drawing? Isaac, nix, Mama. Give it to me now.
This is what you think of me? This is what I am to you? A monster? No, no, Mama, it's just... After all I've done for you, this is how you view me? You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster! Mama, help me! You are just like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Das kickt auch nach fast 3 Jahren nochmal voll rein, das Ende. Der Meatcleaver ist da. Jacob und Esau ist da. Yay. Und das Strange Door ist da. Seid ihr bereit für The Beast?